Heute der Herr Jehova hat mit mir wieder gesprochen. Der Herr Gott, der Allmächtige, er hat mich zu dem Menningai 5 super glorreichen, großen, mega historischen Heilungsgottesdienst gebracht. Und es gibt sehr viele Heilungen. Es ist unglaublich überwältigend. Ich sehe einen Jungen, der total blind gewesen ist. Ein Kind, ein Junge, wahrscheinlich 4 oder 3 Jahre und 5 Jahre wahrscheinlich. Die Augen haben sich geöffnet. Es gibt eine Frau, sie bringt einen Gürtel. Sie hat den Gürtel um ihre Hüfte. Ihre Wirbelsäule war zerstört. Sie steht auf und geht los. Eine verkrüppelte Frau, sie kann jetzt hochgehen, die Treppen, um auf den Altar des Herrn zu gehen. Und es gibt überall Heilungen. Es ist überwältigend. Die Frau, die ein kariertes Gewand trägt, weiß und schwarz, aber mit Karos. Sieht fast aus wie grau, wenn man darauf schaut. Schwarze Linien und Karos, weiße und sehr, sehr feine Karos. Und nun, es sieht fast grau aus und sie ist total geheilt. Und es gibt sehr viele Krüppel, die geheilt werden. Und so viele, viele blinde Augen öffnen sich. So viele Taube, Lahme, Paralytiker, Wirbelsäulenverletzungen, viele Leute mit Krankheiten werden geheilt. Es ist unglaublich, der Herr hat mir gezeigt, so viele Leute werden geheilt. Zur gleichen Zeit viele, viele Rollstühle werden hochgehoben, Krüppel gehen, es ist ein Chaos, heiliges Chaos. Der Gott, der Allmächtige, hat mich konstant gebracht. Konstant hat er mich zu Menningai 5 gebracht, seitdem ich heute im Radio gesprochen habe. Es ist der höchst historische Heilungsgottesdienst auf dem Angesicht der Erde, in der Geschichte der Erde. Der Senior-Erzbischof zusammen mit dem allgemeinen Aufseher, alle Senior-Stellvertretende Erzbischöfe, Bischöfe, Pastoren, Seniorpastoren, jeder soll sich gut vorbereiten, die Ärzte, die Gästebetreuer. Es wird überwältigend sein. Bitte bereitet euch sehr, sehr gut vor. Dies wird euch überwältigen. Es wird euch überrennen. Ihr werdet nicht in der Lage sein, es zu managen, wenn ihr euch nicht gut vorbereitet. Ihr braucht mehr Gästebetreuer und Systeme, müssen wir sehen. Es ist so wie eine Flut. Es wird so sein wie ein Tsunami, wenn der Herr mich in das Feld bringt. Ein Tsunami der Heilungen. Und wenn ihr nicht vorsichtig seid, dann wird es euch überwältigen. Die Gästebetreuer, die Bischöfe, es ist enorm. Bereitet Mikrofone vor. Zu dieser Zeit müsst ihr mehr Mikrofone vorbereiten und jemand muss dieses Mal Michael Nieswand helfen, dass alle Mikrofone sehr gut scharf funktionieren, sodass man an verschiedenen Orten die Heilungen verkünden kann. Der Messias kommt.